Aufgabe P 2.0. Eine nach unten geöffnete Normalparabel P verläuft durch den Ursprung. Ihre Symmetrieachse S hat die Gleichung x gleich 1,5. Die Grundmenge ist R kreuz R. P 2.1. Berechnen Sie die Koordinaten des Scheitels S der Parabel P und zeigen Sie anschließend, dass die Gleichung y gleich minus x² plus 3x die Funktionsgleichung von P ist. Wir müssen einerseits die Funktionsgleichung aufstellen und zudem zeigen, was für Koordinaten der Scheitelpunkt hat. Um sich das einmal kurz vorzustellen, zeichnen wir eine kleine Skizze und überlegen, was wir gegeben haben. Wir wissen zum Beispiel, die Symmetrieachse S der Parabel hat die Gleichung 1,5. Zeichne ich jetzt zum Beispiel hier mal ein. Wir wissen außerdem, die Parabel soll durch den Ursprung gehen, das heißt durch den Punkt 0-0. Und wir wissen, es ist eine nach unten geöffnete Normalparabel. Das heißt, die Parabel wird irgendwie vielleicht so aussehen. Nach unten geöffnet und durch den Punkt 0-0. Das Besondere an den Scheitelpunkten ist, der Scheitelpunkt liegt immer auf der Symmetrieachse. Kann man zum Beispiel auch in der Formelsammlung auf Seite 13 nachschauen. Damit erhalten wir für die Koordinaten des Scheitelpunkts. Für die x-Koordinate gilt, ist genau der Wert, den die Symmetrieachse hat. Für x gleich 1,5 haben wir die Symmetrieachse. Also hat auch der Scheitelpunkt den x-Wert 1,5. Leider kennen wir den dazugehörigen y-Wert nicht. Den müssen wir also noch berechnen. Wenn nach dem Scheitelpunkt gefragt ist, beziehungsweise Koordinaten des Scheitels, kann man sich denken, dass man irgendwie die Scheitelform einsetzen muss. Die steht auch auf Seite 13 der Formelsammlung. Die lautet: y ist gleich a mal Klammer auf x minus x Koordinate des Scheitels zum Quadrat plus y Koordinate des Scheitels. So, wir kennen ja einen Punkt, der auf der Parabel liegt, nämlich der Punkt O mit den Koordinaten 0-0. Für x und y setzen wir also die x- und y-Koordinaten des Punktes O ein. Für den Streckfaktor a können wir auch schon einen festen Wert einsetzen, weil wir wissen, es ist eine nach unten geöffnete Normalparabel. Normalparabel heißt immer ein Faktor 1, nach unten geöffnet, in dem Fall minus vor die 1. Also setzen wir soweit mal ein. Die y-Koordinate von O, also 0 ist gleich a, weil es nach unten geöffnete Normalparabel ist, minus 1 mal Klammer auf, x-Koordinate des Punktes O, also 0, minus, für xs setzen wir die x-Koordinate des Scheitelpunkts ein, die ist uns bekannt, mit 1,5, Klammer zu, zum Quadrat, plus, das ys kennen wir noch nicht. Aber, wie man jetzt sieht, man kann das sehr schnell ausrechnen. Indem ich jetzt einfach die Seiten vereinfache und nach ys auflöse. So, 0 minus 1,5 sind minus 1,5. Minus 1,5 zum Quadrat sind plus 2,25. Minus 1 mal 2,25 sind minus 2,25. Forme ich das noch um und dann erhalte ich für
ys den Wert 2,25. Mein Scheitelpunkt hat also die Koordinaten 1,5, 2,25. So, jetzt müssen wir noch überprüfen, ob die Gleichung der Parabel auch diese Funktionsgleichung ist, also y gleich minus x² plus 3x. Nun, wir kennen den Scheitel, wir kennen den Öffnungsfaktor und wenn wir den Scheitel kennen, gehen wir natürlich auch wieder von der Scheitelform aus. Das heißt, wieder von y ist gleich a mal x minus xs, Klammer zu hoch Quadrat plus ys, setzen alle bekannten Werte ein, y und x bleiben stehen, a ist ja minus 1 mal Klammer auf, minus xs waren 1,5 Quadrat plus und ys haben wir gerade ausgerechnet mit 2,25. So, jetzt müssen wir nur noch die binomische Formel hier auflösen und ein bisschen vereinfachen und dann müsste die gesuchte Form rauskommen. Y ist gleich minus 1 mal binomische Formel heißt erster Summand zum Quadrat, dann, weil hier ein Minus drin steht, die zweite binomische Formel ansetzen, minus 2 mal erster Summand mal zweiter Summand plus zweiter Summand zum Quadrat, Klammer zu, und noch die 2,25 dazu geschrieben. Vereinfachen wir das. Minus 1 mal, Klammer auf, x Quadrat, 2 mal 1,5 sind 3, also minus 3x plus 2,25 plus 2,25. Lösen wir die Klammer hier auf. Y ist gleich minus 1 mal x Quadrat sind minus x Quadrat. Minus 1 mal minus 3x sind plus 3x. Minus 1 mal 2,25 sind minus 2,25. Und dann haben wir nochmal plus 2,25. Jetzt sieht man schon, der letzte Teil hebt sich auf. Also bleibt stehen, y ist gleich minus x Quadrat plus 3x. Und wenn wir jetzt oben nachschauen, aha, das ist genau unsere gesuchte Gleichung und damit haben wir rechnerisch bewiesen, dass die Parabel diese Funktionsgleichung hat.